Ich habe angefangen mit bei Folge 86 heute aufzunehmen. Und ihr seht ja am Titel, welche Folge das ist. Liebsige! Chicken nimmt mal wieder ganz viel im Vorrat auf. Oh. das war falsch. So, dann sind wir hier auch fürs Erste fertig. Die Frage ist, gehe ich jetzt erst zu der Stadt, die wir in der Ferne gesehen haben? Oder gehe ich zuerst woanders hin? Epikzentrum. Das epische Zentrum der Epischness. Ja, überleg, Chicken, wo gehst du als nächstes hin? Hitzemauer! Sieht mein Inventar so aus? Ich glaube, ich gehe erstmal verkaufen was. Okay, wir gehen erst zur Stadt. Und dann springen wir in den Zyklon mal. In der Suhala-Wüste. Also den roten, den ich euch gezeigt habe. Und da hinten ist Barbies Leuchtturm. Diese Musik. Noch mehr besiegte Soldaten aus Tolby. Ist das auch ihr Werk? Ja, ich schätze schon. Diese Stimme, das ist Jordan. Du hast überlebt. Wir mussten schwere Verluste hinnehmen. Habt ihr gegen eine Gruppe von 6 Personen... ja, das ist immer noch der verletzte Typ. Habt ihr gegen eine Gruppe von 6 Personen gekämpft? Es waren 7. 7? Du hast auch überlebt. Wieso 7? Es waren 7? Ist das die gleiche Gruppe, der wir vorhin gefolgt sind? Da bin ich mir sicher, eine von ihnen muss Cosma gewesen sein. Also hat Felix und seine Freunde Cosma aufgegabelt, nachdem die Wachen... ja, aus der Suhala-Wüste von den Tornados, Sandstürmen, davon geweht worden, zurück nach Suhala und die arme kleine Cosma ganz alleine in der Wüste zurückgelassen haben. Ganz alleine. Die ängstliche Cosma ganz alleine in dieser monsterverseuchten Wüste, ohne die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Haben sie einfach mitgenommen? So wie ein verlorenes Tierchen. Keine Ahnung. Cosma, sagst du? Ist das wahr? Crane, der Gelehrte, hat sie beschützt. Ich bin mir sicher, es war Cosma. Hast du das gehört, Isaac? Was wollen sie von Cosma? Naja, Cosma ist wahrscheinlich auch eine Adeptin. Wir haben ja, als wir damals im Palast von Tolby waren, das Mädchen mit den blonden Haaren, als wir damals bei... beziehungsweise nicht wir, sondern als damals Ivan ihre Gedanken gelesen hat, hat sie es irgendwie bemerkt. Ne? Cosma, sie alle. Sie sind mit uns fertig. Als sie mit uns fertig waren, gingen sie zum Barbies Leuchtturm.
Was glauben Sie, in Barbys Leuchtturm zu finden? Ich weiß es nicht. Sekunde, Barbys Leuchtturm. Stimmt. Okay, Planänderung. Sie sprachen von den Ruinen unten unter dem Leuchtturm. Ruin? Natürlich. Das Fundament des Leuchtturms. Und Faran, der Meister aus Lalivero, ist ihnen zu den Ruinen gefolgt. Ich verstehe. Also auf Faran. Isaac, wir müssen auch zu Barbys Leuchtturm gehen. Machst du dir Gedanken wegen dieser Soldaten? Ja, Isaac ist doch hier immer fürsorglich. Und kann es nicht, ne? Er mag es nicht, wenn Leute leiden. Auch wenn er eiskalt, du Donpa, unter dem Monster liegen lassen wollte. Aber das war ja ich. Wir sind in Ordnung. Ihr müsst schnell zum Leuchtturm gehen. Der Leuchtturm, Cosma, wenn etwas geschieht, beeilt euch! Selbst die Soldaten bestehen darauf. Komm schon, Isaac. Lalivero, Lalivero. Wenn sie nur nicht Cosma in ihre Gewalt hätten. Aber selbst wenn sie nicht ihre Geisel gewesen wäre, hätten wir sie nicht besiegen können. Wir wurden überrascht, aber warum Cosma? Sie waren furchtbar. Wir hatten keine Chance. Sie waren schrecklich. Sie haben uns mit Feuer bekämpft. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, das ist eindeutig die Handschrift von Saturus und Menadi. Ich wette, Cosma kann ihnen mit Hilfe ihrer Kräfte entkommen. Sie alle werden noch ihre Lektion lernen. Sie werden erfahren, warum man Cosma das heilige Kind von Lalivero nennt. Los, aus dem Weg! Rotzgehöre! Cinekristall! Blabla! Cosma ist unsere einzige Hoffnung, wenn ihr etwas zustößt, ist Lalivero am Ende. Ah, hast du kein Futter mehr, Dünü? Ja, ich bin auch Tinis einzige Hoffnung auf Futter. Da hast du dein Futter. Viel Spaß. Was haben sie in den Ruinen mit Cosma vor? Nein, ich darf so etwas Schreckliches nicht denken. Sie haben böse Dinge mit Cosma vor. Das haben sie mit Cosma vor, da. Eine Kiste. Ruhe ich mich erstmal hier unten ein bisschen um. Ich darf da nur nicht vergessen, dass ich das mit dem Zyklon noch nicht gemacht habe, weil ich schon hier bin. Warum ist Cosma gefolgt? Ich bin mir sicher, er wird sie retten. Faran ist noch immer nicht zurückgekehrt. Was ist nur geschehen? Wer weiß? Wer weiß? Hast du eigentlich noch 177? Natürlich hat er noch genügend Bebe. Ha! Da kann ich nicht lang. Der Tisch ist im Weg. Was haben wir denn so Leckeres heute? Sie brät frische Fische aus dem Fluss. Der Fisch ist knusprig gebraten. Man könnte sogar die Gräten essen. Das ist nicht zu empfehlen. Seine Frau wirkt so ruhig und gelassen. Doch tief im Inneren muss die Krankversorgung um Cosma sein. Dieses Paar hat Cosma wie ihr eigenes Kind aufgezogen. Wenn jemand wie Cosma entführt wird, betrifft uns das alle. Cosma ist auch ein heiliges Kind. Cosma wurde vom Himmel zu uns gesandt. Wir haben sie liebevoll aufgezogen. Ich weiß, dass Faran das Kind retten wird. Die Vorstellung, dass Cosma etwas zugestoßen sein könnte, ist einfach zu schmerzlich. Wieso kommen jetzt die Tränen, wenn ich versuche, so traurig zu reden? Wenn ich könnte, würde ich ihren Platz einnehmen. Kannst du aber nicht.
Ich weiß, dass Vater meine große Schwester Cosma retten wird. Ich wünschte, jemand würde meine Schwester Cosma retten. Und dieser jemand werden wir sein. Cosma! Aber vorher machen wir eine kleine... Naja, ist ja nicht Seiltanz-Action, aber Mauertanz-Action. Was haben wir denn hier so Schönes? Kriegerhelm! Ach, du bist so vollgepackt. Was haben wir denn? Stärkt Erdkräfte. Hebt kritische Treffer. Das ist doch was Schönes für dich, ne? Würde ich jetzt mal so glatt behaupten. Ist ja nicht so, als wärst du ein Venus-Adept. Oder hat sich das plötzlich geändert, nur weil du plötzlich mit so Hitzemauer ankommst? Flammenmauer. Ist doch alles dasselbe. Und diese bedrückende Musik. Waffenshop. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ich werde erst die Stadt durchsuchen und dann kaufen. Ich kann zwar mal hier verkaufen irgendeinen Schrott, aber... Nicht vorher. Kann irgendeiner meiner anderen Leute eigentlich... Das wollte ich nicht checken. Dich tragen. Nein. Okay, der wird auch verkauft. Tschüss. Ja. Auf Wiedersehen. Kommst auch weg. Und du kommst auch weg. Na, 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 na. Togi Thiemsen, traurig. Du bist doch ein Krieger. Bitte, rette Cosma. Wenn du sie rettest, gebe ich dir Rabatt auf meine Waren. Oh, sie alle lieben wirklich Cosma. Ich kann Cosma nicht retten. Wenn ich nur mutiger wäre, vielleicht dann. Courage in the Magicka turns dreams into reality! Cosma wurde als Geisel genommen und Farhan hat sie verfolgt. Ja, Farhan will versuchen, sie zu retten. Was machen denn alle die anderen? Was machen denn all die anderen in Lalibero? Müssten ich nicht auf mein Geschäft aufpassen, würde ich Cosma selber retten. Die Lalliveraner sind sehr wortkarg. Man kann nicht wirklich auf sie zählen. Ja, ja. Das heißt, du würdest Cosma gar nicht selber retten. Du könntest vor allem mal, ne, meine Leute heilen. Mia. Mia, 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 Mama Mia. Wieso ist denn der Opa hier auf dem Dach? Das Scrollen bei den Ruinen muss eine Warnung gewesen sein. Die Stimmung hier ist so traurig, so bedrückt. Hat Farhan uns alle getäuscht. Wenn Cosma wirklich über mystische Kräfte verfügt, hätte sie nicht als Geisel genommen werden können. Legendärer Erlöser wird am Himmel erscheinen. Ich war nah zu glauben, dass Cosma dieser Erlöser sei. Wenn Cosma ihre Kräfte nicht in Zeiten der Not einsetzen kann, dann sind sie nutzlos. Ich möchte gerne an Cosma glauben. Bitte, Cosma, setze deine Kräfte ein, um ihnen zu entkommen. Aber die Leute, die Cosma mitgenommen haben, die haben selber Synergie, ne? Und wir nehmen jetzt einfach mal stark an, dass... Sprich die Kiste an, Isaac! Dass Cosmas Kräfte auf Synergie berufen.
Glücksmedaille. Du willst doch sowas von, dass ich nochmal zurück nach Tolby gehe. Ah.